Was weißt du über den Lech? Gute Frage. Ja, so viel nicht. Ich war immer da als Kind zum Baden, das weiß ich. Woher kommt dein Strom zu Hause? Also entweder von der Solaranlage oder vom Wasser. Ich weiß es nicht genau, wo mein Strom herkommt, nee. Ich habe keine Ahnung, was ich daheim habe. Ich würde es gerne wissen. Wir sehen hier den Generator an sich, mit dem Strom erzeugt wurde. Wenn wir uns diese Welle anschauen, die da hinten geht, da kommen wir nach innen noch dazu. Die hat praktisch den Leitapparat bewegt. Jetzt sind wir in der sogenannten Einlaufkammer. 800 Badewannen pro Sekunde ungefähr fließen dem Wasser im Lech runter. Wir sagen 125 Kubikmeter pro Sekunde. Ja, da geht es fast 10 Meter runter. Hallo! Und jetzt die Profis. Hallo! Seit wann wird hier im Wasserkraftwerk Langenweid schon Strom produziert? Ich denke mal seit über 35 Jahren auf jeden Fall, weil der eine Herr arbeitet ja schon so lange hier. Ja, das. Warum kommen seit 2 Jahren noch viel mehr Gäste ins Museum als davor schon? Das ist eine schwierige Frage. Ah, oh, Weltkulturerbe oder nicht? Ist es UNESCO-Weltkulturerbe? Jetzt rufe ich meinen Kollegen an, in Gasthof, in der Zentralwarte. Machen wir mal den Leerschuss ein bisschen auf, dass das Wasser runterfließt. Eine schöne Sache, dass hier seit 120 Jahren mit Wasser saubere Energie erzeugt wird. Wenn man draußen steht und sieht, was für Kraft das Wasser hat, ist sehr, sehr beeindruckend. Und 120 Jahre zurück haben sie sowas gemacht. Ich bin gespannt, was sie in 120 Jahren machen können. Wir nennen das Harke, was es runterfährt. Jetzt kommt sie schon wieder und nimmt was mit und das schmeißt sie dann in den Container rein. Jetzt sind wir an einem Platz, den eigentlich keiner so recht sehen will. Das ist alles das, was eben reinfällt in den Kanal. Ich war ein bisschen erschrocken, was die Menschen eigentlich sich einfallen lassen, in Lech zu werfen. Das ist eigentlich ein ganz normaler Fluss und er hat dem Menschen nichts getan. Deswegen hat es eigentlich keinen Grund, irgendwelche Sachen da reinzuwerfen. Da hat einer einfach seine Schlangen reingeschmissen. Die sind dann leider verendet. Auch sowas gibt's. Ich kannte das vorher auch nicht hier. Vor allem, wenn man hier in Augsburg wohnt, super zu wissen. Hat Spaß gemacht.